Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Bastion. In dieser Folge weiß ich gar nicht mehr, was wir so richtig machen wollen. Genau, wir können mal mit unseren Leuten hier quatschen. Wir können einen Splitter ins Monument einfügen und dann noch wieder ein Gebäude aufwerten. Und ich ein Grammophon? Das schauen wir uns auch gleich an. Unserem Vögelchen mal fliegen lassen und quatschen mal mit Sia. Feines Grammophon. Fix that thing right up, didn't we? Made these goings on a little livelier. Mal schauen, was Rux zu sagen hat. Suppose it's true, a little song can put things in perspective. Und geben wir den Splitter ab. The monument's getting better. Zolf sure did a number on it, though. So, zwei Gebäude können wir noch aufwerten. Einmal die Waffenkammer und einmal den Tempel. Oder den Schrein. Ich würde einfach mal sagen, den Schrein benötigen wir noch nicht, deswegen das Waffenlager. The arsenal's complete, in case we need protection. Und dann habe ich gerade gesehen, hier haben wir auch noch etwas abzugeben. Sammle genug Erfahrung, um Stufe 5 zu erreichen. Haben wir erreicht. We haven't lost everything, long as we have that. Stufe 5 haben wir erreicht. Das heißt, wir können auch wieder in der Destille ein Getränk zu uns nehmen. Oder halt mit uns rumtragen, wie man es auch immer sehen mag. Trepperschlinge. Geheimfähigkeit, ein ausgefeiltes Fallenset, das plötzlich aufspringt, um sämtliche Kreaturen in der Nähe des Anwenders außer Gefecht zu setzen. Von Trappern angewendet, wenn die Jagd nicht planmäßig verlief. Lassen wir erstmal so die Waffen. Schauen wir in die Destille, welches Getränk wir mitnehmen. Kritische Trefferchance? Nein. Völlige Wiederherstellung der Gesundheit wäre nicht schlecht. Schwarztonikumseigenschaften plus 2. Lebenswein. Ich würde mal sagen, volle Energie ist gar nicht so schlecht. Count on the buttery flavor of our own bastion bourbon. Und ich bin mir nicht sicher, ob wir jetzt mal das Grammophon uns anschauen sollten. Es spielt einfach nur Musik. Verstehe. Man kann quasi durch den Soundtrack durchschalten. Und hier haben wir auch das Lied. Sehr schön. Gefällt mir. Und ich würde euch am liebsten das Lied die ganze Zeit nur noch vorspielen, aber wir müssen ja auch sehen, dass wir hier ein bisschen weiterkommen im Spiel. Und deswegen zum Skyway. Just a couple shards left. The quarry's gotta have one, right? Übungsgelände. Endlosbruch. Die Matrosen der zelonischen Flotte konnten hier relativ sicher ihr Handwerk lernen. Boundless Bay used to be a weapons test and dry dock. Ain't never been this dry though.
Das Übungsgelände kennen wir auch. Doch, den kennen wir. Genau. Bürsteingrube. The secret to how we built Ceylandia so tall and proud lies in Burstone Quarry. Ich denke, wir schauen uns nochmal das Übungsgelände für den Mörser an. Ceylandia's armada was a glorious sight, and our ship's mortars were unstoppable. At Boundless Bay, our navy put those mortars through a rigorous inspection. Okay, mal schauen, was wir machen müssen. And to use squirts to simulate explosive impact on the surface of the sea. Okay, maximal 5 Schüsse. Choosing targets with those mortars was one of the trickiest parts. Galleon skippers needed to be patient, needed to fire at just the right times. Ich verstehe, wie das funktioniert. Ja, wir haben jetzt, glaube ich, schon. Sounds like kids' mortars in tip-top shape. Aber den zweiten Preis erhalten. 80 oder mehr Opfer. Ich würde sagen, das probieren wir noch mal. If you got a thing for heavy artillery, then I've got the place for you. Sollte nicht so schwer werden, 80 davon auf einen Schlag zu töten. Nee, das ist schlecht. Das war wirklich schlecht. A variety of modifications could be used to enhance the power of a mortar. If a galleon mortar couldn't squish enough squirts, it was simply replaced. Jetzt wird's kompliziert. 13 Stück auf einmal. Das wird wirklich schwierig. Ja. Aber fast. Nochmal probieren. You had to be crazy to want to swim in Boundless Bay. Das ist wieder eine von den relativ leichteren Übungen, würde ich sagen. Ich denke, wir müssen so dahin schießen. Das war nicht so. Ja, doch, das war ganz gut eigentlich sogar. Schuss Nummer 2. Schuss Nummer 3. Okay, 15 Stück auf einmal. Wird problematisch jetzt. Ja, das wird auch diesmal wieder nichts. Vielleicht sollten wir doch mal gucken, ob wir den Mörser etwas mehr Explosionsradius verschaffen können. Too bad about the Armada, but at least one of those mortars survived. Etwas verkohlt ist. Schnelleres Nachladen. Explosionsradius. That mortar's gonna leave a lasting impression. Zielgeschwindigkeit. Kritische Trefferchance. Taught him an old trick from a galleon gunner I once knew. So. Pistolen. That ought to give those dueling pistols a little extra kick.
Dann haben wir auch nicht mehr genug Kohle oder Währungseinheiten. The skippers delivered us from the motherland. Haben wir noch mal 500 mehr. Noch mal zum Übungsgelände, ob jetzt der größere Explosionsradius uns die letzten paar Tötungsdinger-Punkte gebracht hat. Wir schießen dahin. Und zwar... Das war doch eigentlich gar nicht so schlecht, fand ich. Schuss Nummer 2. Schuss Nummer 3. Vier. Und fünf. You could almost see the fireworks over Boundless Bay. Erster Preis, wieder einmal. Nach langer Zeit, glaube ich. Bombentrommelfeuer. Bombentrommelfeuer. Ja, dann sind wir hier fertig. Mal schauen, was das Bombentrommelfeuer ist. Good thing we got to that mortar before the beasts of the wild learned how to use it. Bombentrommelfeuer. Eine experimentelle Technik, die den Feuerlauf mit mehreren Patronen lädt, die in schneller Folge abgefeuert werden. Ich glaube, das nehmen wir einfach mal mit. Einfach zum Ausprobieren. Was machen wir denn noch in dieser Folge Schönes? Schauen wir uns mal den Skyway an. Wir könnten noch mal... Wir könnten noch mal... das Speer haben wir. Die Speer-Challenge. Probieren. Mehr Schaden. Schnellere Hiebangriffe. Kritische Trefferchance. Rückstoß, schnelleres Wurfnachladen. Okay. Wo haben wir denn die? Hier oben. Wir müssen ja hier möglichst schnell durch dieses Labyrinth. Und zwar würde ich sagen so. Das war doof. Ich weiß gar nicht mehr, wie schnell wir das schaffen mussten hier. Verbleibende Schalter 1. Zweiter Preis, den hatten wir doch, glaube ich, schon. Ja. Erster Preis unter 60 Sekunden.
Unter 60 Sekunden. Wir waren aber schon einiges näher dran, wie glaube ich zuvor. Und ich glaube, den Weg, den ich gerade so eingeschlagen habe, der war auch gar nicht so verkehrt. Heißt also, den umhauen. Den. Den jetzt hier oben rüber. Zehn Sekunden noch. Ah, schade, ganz knapp. 4 Sekunden drüber. Noch nur ein bisschen schneller werden. Aber machbar. Wenn ich da nicht hängen bleiben würde. Ich glaube, das wird wieder nix, wieder zu langsam. Muss nämlich jetzt den noch holen. Ja, wieder zu langsam. Na, bin ich wieder zu langsam. Wäre ich hier nicht gerade vorhin? So, jetzt ein bisschen Gas geben. Und, komm, gib, lauf, lauf, Kid. A good enough run at Camp Danzig could get you promoted to captain on the spot. Auch geschafft. Schleicherstreich. War knapp, aber wir haben es geschafft. The wilds ain't so scary now, are they? Was haben wir denn jetzt für eine Schleicherstreich? Eine geheime Lanzentechnik, die sämtliche in der Nähe befindlichen Feinde angreift und sie aus dem Weg drängt. Wurde vom Begründer der Schleicher erfunden, der einst die ganze Kolonne von Ura-Übergängen stand. Nicht schlecht. Aber für heute war es das erstmal wieder. Und in der nächsten Folge schauen wir uns dann die Geschichte weiter an. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Herr Mango. Bye bye.